Am 8. März 2021 war es im Seniorenwohnhaus Landgraf in Waltershausen soweit. Das mobile Impfteam rückte an, um die Mitarbeiter und Bewohner gegen Corona zu impfen. Das Haus wird von der Pflegeambulanz Schmolke betrieben, die als mobiler Pflegedienst nun schon länger auf einen Termin warten musste. Mitarbeiter und Klienten erhoffen sich von der Impfung eine Normalisierung ihres Lebens. Vor der Impfung stehen allerdings Corona-Tests und Untersuchungen. Denn wer vor kurzem an Corona erkrankt war, ist erst einmal durch sein Immunsystem geschützt und muss auch nicht geimpft werden. Auch wer gerade eine andere Infektionskrankheit hat, kann vielleicht nicht geimpft werden. Wir sind ja heute im Seniorenwohnhaus Landgraf in unserem ambulant betreuten ambulanten Wohnform. Und wir haben heute zum Glück unseren allerersten Impftermin, auf den wir jetzt schon etliche Monate gewartet haben. Da wir nur ein ambulant betreutes Wohnen sind, haben wir jetzt länger gewartet. Unsere Klienten sind sehr erfreut darüber. Wir haben auch versucht, vor allem auch die externen Klienten mit ins Boot zu holen, sodass wir jetzt auch noch im Taxibetrieb etliche Leute jetzt hier heranfahren lassen und nicht nur unser Haus selber impfen lassen. Inzwischen ist auch der Impfstoff von AstraZeneca für Menschen über 60 Jahren zugelassen, weswegen der Kreis derjenigen, die geimpft werden können, ausgeweitet worden ist. Besonders die Menschen über 70, Menschen mit Vorerkrankungen und Menschen, die beruflich in der Pflege und Kinderbetreuung zu tun haben, werden nun geimpft. Da es noch keine Erfahrung oder Studien zur Wirkung der Impfstoffe bei Personen unter 16 Jahren gibt, werden Kinder und Jugendliche nicht geimpft. Es sei denn, dass sie eine Vorerkrankung wie zum Beispiel Diabetes haben, die zu einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion führen kann. Früher schon mal Komplikationen aufgetreten bei einer anderen Impfung. Ja, im Oktober habe ich mich impfen lassen, in Grippe. Da war nichts. Außer das ist alles gut verkommen. Gut. Wir impfen am linken Arm. Besonders für die älteren Mitbürger war es schwer, auf den Kontakt mit jüngeren Familienmitgliedern verzichten zu müssen. Viele von ihnen erhoffen sich durch die Impfung zumindest ein gewisses Maß an Normalität für ihr Leben zurückzuerlangen. Auch von den Mitarbeitern wird die Impfung sehr gut angenommen, da wir einfach im Verlauf jetzt eine Corona-Welle im Haus hatten und auch die Mitarbeiter gesehen haben, was Corona mit den Leuten machen kann. So dass wir hoffen, mit der heutigen Impfung, auch dann auch mit der zweiten Impfung, dass wir dann endlich immun- bzw. geschwächtere Verläufe im Haus haben und unseren Klienten gegen Corona geschützt sind. So dass sie einfach dann auch mehr wieder ihre Angehörigen sehen können, dass wir mehr die Gemeinschaft wieder fördern können, was wir leider seit Weihnachten nicht mehr haben, da einfach Corona mehr Isolation bedeutet hat. Wenn dann genügend Menschen geimpft worden sind, können bei sinkenden Inzidenzwerten auch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden.